Haben Sie auch die Nina? Sehen Sie? Die brauchen Sie, wenn Sie Hochwasser betroffen sind. Schalten wir mal ab. Ja, liebe Leute, ich bin Andreas Schlenkow und bin Professor hier an der Wuppertaler Universität. Seit 2003 für Wasserwirtschaft und Wasserbau. Das beinhaltet auch die Fächer Hydromechanik und Strömungslehre. Und ich beschäftige mich hier mit dem Wasserkreislauf, aber auch eben halt mit Hochwasser. Die Wasserbauer oder Wasserwirtschaftler beschäftigen sich mit dem gesamten Wasserkreislauf. Da gehört Niederschlag, Verdunstung, Abfluss und auch Speicherung dazu. Und bei dem Niederschlag und bei der Verdunstung können wir nicht so viel machen, aber beim Abfluss und bei der Speicherung, da können wir auch schon was machen. Und das ist auch genau die Aufgabe von einem Wasserbauer. Ein Gebiet ist eben halt die Simulation von Abflüssen, Abflusswegen. Also das, was die Gewässer eigentlich ausmachen, wo das Wasser hinfließt, wie das Wasser von der Fläche in die Flüsse kommt und mit welchen Wasserständen wir es da zu tun haben. Das sind Aufgaben, die jetzt sozusagen im numerischen Simulationsbereich sind. Man kann das aber auch hier zum Beispiel im Labor nachstellen. Und die letzten Versuche, die wir hier durchgeführt haben, sind Bestimmungen für die Leistungsfähigkeit von sogenannten Gullis, wo das Oberflächenwasser in die Kanalisation geführt wird. Und man kann natürlich auch Wasser speichern, und das wäre zum Beispiel in Talsperren oder in Hochwasserrückhaltebecken. Ja, ich will Ihnen gerne ein Beispiel nennen. Wir haben in Wuppertal ja Hochwasser jetzt gehabt, was auch zu Schäden geführt hat. Ein positives Beispiel, ich möchte da eigentlich lieber positive Beispiele nennen, kann ich Ihnen aus Dortmund geben. Da gibt es den schönen Phoenixsee, der eigentlich ein Ausflugsziel ist und ein Naherholungsgebiet ist. Aber er ist auch ein Hochwasserrückhaltebecken, das wissen nicht viele. Und bei diesem Ereignis im 2021 hat der Phoenixsee die Flutung der U-Bahn in Dortmund verhindert. Ich denke mal, das sollte man als Positivbeispiel wirklich mal darstellen. Da sind sicherlich Hunderte oder Tausende von Euros gespart worden, und das mit einer ganz einfachen Maßnahme. Ja, also die Faszination, das ist eigentlich sowas, wenn Sie Bauingenieur sind, dann können Sie gestalten. Aber wenn Sie Wasserbauer sind, dann können Sie auch die Natur mitgestalten. Ich glaube, das ist die Faszination überhaupt. Ja, in dem Output, wenn Sie da reinschauen, da werden Sie Informationen finden über Starkregen, über Sturzfluten, über Flusshochwasser. Und natürlich gebe ich auch Hinweise, wie man vielleicht sich dagegen schützt. Wir sprechen bei der beim Hochwasserrisikomanagement von Vorsorge. Und da gibt es zwei Aspekte. Einmal die Vorsorge, die der Staat, die Gesellschaft eben halt bringt. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Und aber auch die private Vorsorge. Und da haben wir in den letzten Jahren mehrere solcher Beiträge verfasst, wo eben halt für die Versicherer, für die Privatleute eben halt Hinweise gegeben werden, was man gegen Hochwasser, gegen Starkregen auch tun kann. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich wirklich damit zu beschäftigen. Es lohnt sich, mit wenig Aufwand kann man wirklich viel Schaden verhindern. Dieses Heft bekommen Sie beim Hochwasserkompetenzzentrum in Köln.